Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, weil es ist halt ein Schluck Specht. Lass das ruhig so sein. Ja, offscreen ist ein ganz schöner Alkoholiker. Ja. Ein Schluck. Alki, Schalki, Malki. Oh Gott. Was denn? Okay, also willkommen zurück zu Let's Play Together. Ah, hier sind doch überall Fallen, oder wie war das? Ja, zu Let's Play Together. Icewind Dale, glaube ich. Ja, das müsste es sein. Wir sind immer noch in Drachenauge, haben allerdings den Dungeon soweit beendet, denn wir haben Ixuneume besiegt. In mehreren epischen Schlachten. Und nun ist es an der Zeit, hier zu verschwinden. Nein, wir haben noch eine Sache zu erledigen. Eigentlich nur in einer, die anderen waren nicht so episch. Ein Abonnent hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man mit dem Klopfenzauber Türen öffnen kann. Und das werden wir jetzt mal probieren. Quicksaver, wirklich cool. Tatsächlich. Ja, ich weiß sowas. Wir müssen rasten, aber wir können hier nicht rasten, damit du die Zauber reinbekommst. Och ne, das ist jetzt nicht... Und wir können nicht rausgehen, weil hier überall Fallen sind. Das heißt... Hast du es vergessen? Das heißt, das Let's Play ist hiermit beendet. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt und das hat nicht geklappt. Wie wär's, wenn wir... Ey, weißt du, was ich mach? Was denn? Wie wär's, wenn wir einfach... Die sterben gerade alle. Au! Das ist total wert. Au! Das tat weh! Ich finde nicht, dass es so viel wert war. Das siehst du zum Glück nicht auf deinem Bild. Ich gehe mit Ex... Da oben war der noch. Wo? Rechts. Da. Doch, da. Tiefer. Er ist kaum vorwärts gekommen. Sind wir hier bei Madame Tussauds? Okay, laden wir nochmal. Synchronsterbigen. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal so raus. Und wir können ja doch jederzeit zurückkehren, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsste das auf der Karte eigentlich angezeigt werden. Das heißt, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier ab, um die Zuschauer nicht zu sehr zu langweilen. Und irgendwann kommen wir dann zurück und versuchen, die Truhen zu öffnen. Vielleicht auch, wenn dein Krieger endlich ein Hybrid ist. Die erste Frage, wie kommen wir hier raus? Kann ich helfen? Wird erledigt. Du brauchst mich? Gut, das ist wirklich eine Frage, die eine Berechtigung hat. Die Arbeit ruft. Ich glaube, hier mussten wir ja relativ mittig durchlaufen. Ich werde mein Bestes geben. Wir müssen uns wohl einfach vortasten. Wir haben ja keine andere Wahl. Der feine Herr war sich ja zu fein. Der feine Herr. Einen Dieb zu gestalten. Ich hatte schon einen Dieb gestalten. Er wollte ja lieber einen Baden, der uns überhaupt nichts bringt. Okay, speichern. Wir tasten uns jetzt einfach vor. Es wird schon irgendwie funktionieren. Achtung, Falle. Nö, bis jetzt nicht. Ich bin ruhig. Ja, erledigt. Irene geht vor. Los, Irene, ganz tapfer. Okay. Bin schon unterwegs. Ja, wenn sie das abfängt, ist es nicht ganz so schlimm. Sie ist sowieso die Kugelschluckerin, also. Irene ist, glaube ich, bisher am häufigsten gestorben. Ich bin keine Und das, obwohl sie der Kleriker ist. So nach dem Motto, sie kann alle retten, nur nicht sich selbst nicht. Moment, Speicher. Läuft doch bis jetzt. Ja, darum sag ich speichern. Ja. Ja, ich habe ein doofes Gefühl, dass ich zu doof bin. Und wie wir alle wissen, trügt Spinatpizza das Gefühl ihn nie. Okay. Oder du wirst einfach mal gelähmt. Naja. Du bist nicht tot. Gott sei Dank nur gelähmt. Ich will jetzt damit nicht irgendwie alle Querschnittsgelähmten verärgern. Nicht mehr lange durch. Oh Gott. Wer stirbt da gerade? Ich lebe noch. Autsch. Ich bin vergiftet. Ich bin gelähmt. Ich muss irgendwas tun. Ich bin vergiftet. Was macht man dagegen? Gegengift. Meine Mama hat gesagt, man muss es raussaugen. Ich habe eine bessere Idee. Kapador, Klatscher. Ich habe eine bessere Idee. Duck and Cover. Unter den Tisch, der nukleare Krieg kommt. Duck and Cover. Was soll ich? Duck natürlich. Cover. Nein, duck das war cover. Duck and Carry. Arthur, duck and Carry. Bla 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 bla.
Du bist vergiftet. Ich habe auf die Karte gehauen und nicht auf Pause, oder? Nee, beides. Gegengift. Ich sag dir Gegengift. Gegengift. Danke. Wieso bist du so dämlich und gehst zurück? Man geht nicht zurück. Ich wollte meinen Baden auswählen, dann ist mir auf... Oh Gott, das ist einfach nur peinlich. Dir ist klar, dass wir jetzt schon 5 Minuten daran sitzen, hier rauszukommen, oder? Dann ist mir aufgefallen, er ist gelähmt und ich kann ihn nicht anwählen. Also aufhören, so einen Unfug zu machen. Musst du gerade sagen. Wieso? Ich bin nicht der, der das hier verkackt hat. Ich auch nicht. Meine Charaktere waren fix, das habe ich dir gesagt. Die Falle hat zugeschnappt, da kann ich nichts für. Kann ich überhaupt. Warum muss ich da jetzt auch noch wieder runterlaufen? Ich verstehe. Ja, bin schon unterwegs. Du bist vergiftet, das weißt du hoffentlich. Geronimo! Ja, gut, Irene, komm mit. Komm mit. Tyros wird schon überleben. Dein Bade hoffentlich auch. Nö. Mach doch irgendwas. Kann ich nicht. Siehst du Tyros nicht? Kann ich am besten zu Diensten sein. Danke, danke. Wieso kannst du dagegen nichts tun? Kannst du doch. Soll ich dir ein Gegengift geben? Nein. Wieso nicht? Der muss geheilt werden, Junge. Hier, ich hab dir ein Gegengift gegeben. Er hat noch 11. Heil ihn jetzt. Ich hab doch auf Trinken geklickt. Was will er denn noch? Er trinkt es einfach nicht. Oh Gott. Oh, dort dein Bade. Der Bade. Der ist gelähmt. Tut mir leid. Er ist tot. Nee. Stopp. Sollten wir speichern? Ja, ne? So, jetzt noch speichern. Wir sollten speichern. Wieso nicht speichern? Guck, wie weit wir schon sind. Moment, ich speichere auf einen alternativen. Alter, das wird niemals klappen. OMG. Bist du da hinten hingekommen? Tja. Geht jetzt in Ordnung. Ich hab eine Idee, ich will alle aus und sag da einfach hinlaufen. Das kann nur klappen. Ist einverstanden. Durch! Oh mein Gott. Irene und Valdis sind durch. Nein! 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 Und ich habe ihn in Eintrag erfüllt! Echt mich! Och Manu. Ich bin durch! Ja, super, ich war auch durch. Okay. Also, merke, liebe Kinder, niemals Icewind Dale ohne Dieb. Das ist einfach nur schlimm. Und darum spiele ich in anderen Spielen so gerne Dieben. Diebe. Ja. Weil es da keine Fallen gibt. Nein, das ist einfach nur eine kriminelle Ader, die du von dir ausleben willst, die du im Real Life nicht ausleben kannst. Es ist der Reiz, denkst du. Es ist der Reiz des Verbotenen. Das denkst du. Es ist der Reiz des Verbotenen. Das denkst du, dass ich das in echt nicht mache. Ich will dich sehen, wie du. Ich will dich sehen, wie du. Wir müssen nochmal laden. Ich will dich sehen, wie du. Bunny hoppend weiß nicht, wie lange ich durch Kuh steht durch Hesedorf springst und Drachen one-hit ist mit Bogen. Das will ich sehen. Was ist denn das für ein Dieb? Ja. Und was ist das für eine kriminelle Ader? Wie kriminell ist das, bitte schön Bunny hoppend einem Drachen hinterher zu springen? Hallo, Drachen sind äußerst selten in unserer Welt. Das ist kriminell, die zu töten. Die stehen unter Naturschutz. Also wenn ich sie one-hitte, sind sie gar nicht mal so selten, dann sind sie nämlich ausgestorben. Sag bloß. Bald. Erledigt. Kann ich helfen? Nein, du kannst nicht helfen, Tyros. Du kannst einfach die Klappe halten und versuchen, hier durchzukommen. Überhaupt kein Problem. Hey! Was denn? Ihr sollt genau das gleiche machen wie sonst auch.
Hier und diese eine Falle auslösen. Du musst ganz am Rand lang gehen. Ah! Das schafft er niemals, bevor er abkackt. Niemals! Er hat noch zwei. Er ist tot. Nee! Wie hast du das gemacht? Das kann nicht sein. Ich habe eine Pause-Taste und ich zögere nicht, sie zu benutzen. Kann ich jetzt speichern? Nein, ich bewege mich noch. Aber wir sind gerade so gut, wir sind fast durch. Und wir haben nur 11 Minuten gebraucht. Mutter hat nur 11 Bei einer Folgenlänge von 20 Minuten. Ich sollte den ganzen Scheiß rausschneiden, oder? Das ist einfach nur erbärmlich. Ja? Ich speichere jetzt, darf ich? Versuch doch. Übrigens, um diese Zeit jetzt etwas zu überbrücken, werden wir über die Story reden. Wir haben das Herzsteinjuwel gefunden. Wir sollen es zu dem Druiden Arundel in Kuldahar bringen, damit er das Böse, das über dieses gesamte Gebiet gekommen ist, ausfindig machen kann. Ich hab's vollkommen überlebt, ey. Alter. Alter, yo. Alter. Müssen wir jetzt den ganzen Scheißweg nach oben. Ja, wir können hier aber nochmal rasten. Das weißt du hoffentlich. Wir können hier rasten, ja. Ja, da oben bei den komischen Typen. Ach ja, richtig, bei den hier komischen oben. Typen. Hier. Bei diesen Typen. Hier, da wo ich mit dem Finger drauf zeig. Hier? Nein. So, Tyros, du kriegst jetzt erstmal wieder deine anderen Zauber. Willst du doch keinen Klappen haben? Nein, das machen wir später. Also gar nicht. Schutz vor Versteinerung. Stärke. Können wir nicht Dean in unsere Gruppe aufnehmen? Die sind viel besser. Was gerade bei dir passiert? Was machst du da? Gucken. Outer City. Ja. Ihr könnt hier nicht rasten. Cool. Cool. Es ist Ewigkeiten her, dass ich unsere Gruppe so gesehen habe. Ja, wir haben lange nichts mehr gezockt. Icewind Dale technisch. Ja, aber ich meinte eher auch darauf bezogen, dass innerhalb des Spiels. Das hätte ich auch mal machen können. Was? Glück und Geschicklichkeitsbonus. Wir haben jetzt immerhin einen Tag gepennt. Das steht doch da, bei dir gerade. Ein Tag! Das nenne ich ausgewogen. Ich finde es schade, dass wir den Dungeon nicht einfach so verlassen können, so mega schnell. Nein, das gibt's ja nicht. Mit so einem Button. Mit so einer komischen Steinsäule, so ein Obelisken-Ding, wo man sich dann porten kann. Spielst du gerade auf Spellforce an? Nein. Worauf dann? Weiß ich nicht. Mein Bestes geben. Ich spiele auf was an? Das wäre mir neu. Aua. Ich hätte nicht gedacht. Lügenregen. Ich hätte nicht gedacht. Oh Gott, das war ein Rasierblattfall. Ich gehe zum Ausgang, ja. Ich weiß nicht mal mehr, wo der ist. Da oben in der Ecke. Ausgänge sind immer in Ecken. Nein. Doch. Der eine war mittig. Scher dich in die Ecke. Raus mit dir. In den Ausgang. In den Ausguss? Nein. Aha. Hat der Herr Durst? Nein. Du weißt doch, hier gibt's nur Wasser und Brot. Und Kuchen. Ich dachte, es gibt nur Brot und Spiele. Nein, es gibt Wasser und Brot und Kuchen. Wenn du willst, kannst du Kuchen haben. Ach, ich bin schon da. Schön. Kommen ja nur noch 20 Ebenen, dann sind wir da. Wieso steht Irene bei dir schon da? Bei mir ist gerade erst angekommen. Hä? Hä? Ja, meine Typen sind ein bisschen komisch. Irgendwie ist die Synchronität des Spiels nicht so wirklich vorhanden. Was Synchronität? Das ist mir noch nie aufgefallen.
Und das Zeug ist immer noch giftgrün, gelb. Es ist nicht Orange. Giftgrün, das kommt wegen des Glases. Du stehst mir im Weg, ich kann nicht rausrennen. Wo ist denn hier der scheiß Ausgang? Oben rechts. Hier? Oben rechts. Hier. Oben rechts. Das ist oben rechts. Ja. Wo ist denn hier der Ausgang? Weiß ich nicht, ich wollte eigentlich nur, dass du irgendwo hinweg gehst und ich da raus. Boah, Junge, ich glaube, er war irgendwo hier, vielleicht da. Nee. Da kommst du nie drauf, der ist bestimmt irgendwo in der Mitte. Er ist doch nicht in der Mitte. Lass mich jetzt endlich da rausgehen. Wo raus denn? Wer hat dir das überhaupt erlaubt? In irgendeiner Form rauszugehen oder sonst was?